Drei Fragen an Sebastian Weber. Am Donnerstag hat deine neue Produktion Synchronzeugen auf der Fluchtturm aus der Liebenloft Premiere. Worum geht es in Synchronzeugen? Synchronzeugen ist eine Mischung aus Stepptanz, Schauspiel, Film und Hörspielelementen. Und es gibt ein narratives Element sozusagen, eine kleine Geschichte von zwei Männern, die um die Welt segeln, alles Mögliche erleben, zu einem eingespielten Team werden und dann aber eigentlich unfreiwillig in Lateinamerika so einem kleinen Drogenbaron die Braut klauen. Und dann wird alles noch viel absurder und ist ziemlich schräg, viel Humor, ein bisschen absurd und viel Groove, viel Körperlichkeit, eine wilde Mischung. Für wen ist das was? Für wen ist das nichts? Das ist super, das ist für alle gut. Es ist was für Leute, die gute Musik mögen. Wir haben fantastische Live-Musiker dabei. Es ist was für Leute, die absurd ist und zeitgenössisches Theater mögen. Wir haben einen fantastischen Regisseur, einen ganz modernen Geschichtenerzähler. Und natürlich ist es was für Freunde von Stepptanz, klar. Also es spricht wirklich viele verschiedene Sachen an. Und die letzte Frage, Sebastian, warum machst du Stepptanz? Das sind große Fragen. Also Stepptanz ist... Stepptanz ist ja so, dass man Klang und Bewegung und Musik alles in sich selber zusammenbringt. Und das ist einfach das geilste Gefühl der Welt. Ja. Und, aber Stepptanz, muss man sagen, ist nur ein kleiner Teil von dem Stück Synchronzeugen. In Synchronzeugen bin ich nicht nur Stepptänzer, sondern auch Autor und Ideenmacher und irgendwie Rumchecker. Und ich habe ein riesiges, tolles Team und das ist natürlich mehr als nur das Geklapper. Danke Sebastian und bis Donnerstag im Loft zu Synchronzeugen auf der Flucht für Mr. Lee. Karten unter www.loft.de oder 0341 355 955 10. Alles weitere in der Videobeschreibung.